Moin, ich bin's, Nicole Dirks. Niki. Wenn ihr mich anschreiben wollt, und das tut ihr ja, also Niki schreibt sich tatsächlich N-I-C-C-I. Das haben mir mal 6 kleine Mädchen gegeben, diesen Namen, weil in Niki ist ja kein K drin. Also wo soll das K herkommen, ne? Niki. Oder wie die Italiener sagen, ne, Nici, Nici. Nici. Okay, ja, also, wir reden immer noch über das Thema Narzissmus, Psychopathen. Und ich bin auf ein Thema verfallen, das ich sehr wichtig finde. Ich weiß nicht, ob das behandelt wird in dem Gewerbe, in dem Narzissmusgewerbe auf YouTube oder auf anderen Foren. Ich bin drauf gekommen, dass das dazugehört. Und zwar ist es das Thema Mobbing. Und das behandeln wir jetzt. Ich bin schon angesprochen worden, ob ich zum Thema Bossing mal was sagen kann. Kann ich leider nicht, weil das Thema Bossing ist nicht meins, hat meinen Weg nicht gekreuzt. Das ist letztendlich das gleiche Thema wie Mobbing, eben nur von oben nach unten, also noch mit einer Ebene, ja, Unzucht mit Abhängigen sozusagen. Es ist der gleiche Reflex. Meiner Meinung nach steckt hinter jedem Mobber immer ein Narzisst, ein Psychopath. Das ist meine Meinung. Ja, und jetzt haben wir es Sonntag, 17:45. Ich hatte einen komischen Geschmack am Mund und irgendwie gemerkt, ich habe richtig Bock auf einen schönen Cappuccino. Und das heißt, ihr werdet mich jetzt mit meinem besten Kumpel sehen. Man kennt mich hier im Coop oder man kannte mich schon in München damals draußen eigentlich nur immer zusammen. Wir sind immer zusammen. Heinz Rüdiger und ich sind immer zusammen. Heinz Rüdiger. Ich kann das nur empfehlen. Das ist vom Starbucks. Die ist nicht billig, aber die ist die einzige, die 4 Stunden den Kaffee wirklich heiß hält. Richtig, richtig trinkbar, schön heiß. Und die einen Deckel hat, der tatsächlich auch davor schützt, dass irgendwas irgendwo hingeht. Starbucks. Geile Scheiße. Ich und Heinz Rüdiger, ist halt ein Streber, ne? Wir sind immer unterwegs zusammen. Immer. Man kennt mich gar nicht anders. Und da ich ja ADS habe, steht sich der Kaffee natürlich fest, ne? Ist klar. Schön Kaffee gekocht, schön hingestellt. Ach, guck mal, ein Eichhörnchen. Ja, und kaum ist eine halbe Stunde um. Ach, guck mal, ein Kaffee. Und schön kalt. Also bin ich irgendwann dazu übergegangen, Heinz Rüdiger zu mandatieren. Der Mann kann was. Das ist ja bei mir Kult. Ne? Jeder hat so seine kleinen Laster. Kult. Starker Cappuccino mit der Bialetti gekocht, ne? Handgekocht, ist klar. Hm? Scheiß auf Milchschaum. Ich finde Milchschaum scheiße. Ich brauche keinen Milchschaum und habe ich auch nicht. Und ich meine, im Strohhalm brauchst du keinen Milchschaum. Ne? So, es, muss ich auch sagen. Und habe dort ein Kaffeegewürz immer drin. Ja. Und ich habe immer einen riesen Kult um mein Kaffeegewürz. Ich muss euch das erzählen. Das outet mich total als Antinaz. Ich habe immer einen riesen Geschiss um mein Kaffeegewürz gemacht. Mein Kaffeegewürz. Und das war dann etwas, das habe ich tatsächlich auch mal gekauft, weil ich dann zu faul war. Vom Schuhbeck. Das ist eine Kommerzgröße in München. Der hatte sich mal komplett gegen die Wand gefahren. Dann hat der Udo ihn wieder aufgesammelt, auf die Blüte gesetzt. Seitdem flippt er da nur noch rum. Das ist ein furchtbar arrogantes Mistviech. Ja? Beim Schuhbeck ist es Leuten tatsächlich passiert. Da ist sie mit der Gabel über den Tisch in seinen Teller gegangen, hat sich ein Häppchen genommen, dann reichte nach ein paar Minuten der Ober auf einem Silbertablett einen Zettel an. Auf dem Zettel stand, sie haben eben von einem fremden Teller gegessen, das ist etwas, das wir hier nicht schätzen. Wir bitten Sie, ohne Getue das Restaurant zu verlassen, Sie müssen nichts bezahlen. Kommen Sie bitte nicht wieder. So ist er drauf. So ist der drauf. Der stand mit dem Arsch gegen die Wand, dann kam der Ude und jetzt ist der da so drauf. Ja? Wenn du mit deinem Hund da in diesem Gewürzladen kommst, wo ja alles eigentlich völlig verpackt ist, nimm dir den Hand bitte raus, das haben wir hier nicht nötig. Ach, ist das so. So. Ich habe dann aber trotzdem ab und zu mal das Kaffeegewürz gekauft gehabt, weil es einfach auch sehr gut abgestimmt war. Und irgendwann in meiner Hektik, ne, ADS geht shopping und ist in Panik, kaufte ich das Kaffeegewürz Café de Paris.
Und tat mir das in den Kaffee. Und ich habe das, ich glaube, monatelang genommen. Ich habe schon gemerkt, irgendwie. Ja, aber ne, Kaffeegewürz, das ist auf Basis von Zimt meistens, mit Zimt, mit Kardamom, ist da drin Safran, manchmal Chili, Vanille, da kann Pfeffer drin sein, da kann Koriander drin sein, so, ne? Und irgendwann, ich weiß es nicht, irgendwann ist mir die Dose irgendwie runtergefallen mit dem Rest von dem Gewürz und ich sah zum ersten Mal, ich habe das immer in so einen Streuer umgefüllt, ne? Ich sah zum ersten Mal, das war so gelb. Und da habe ich gedacht, wieso ist das eigentlich so gelb? Das ist so gelb, als wäre da Kurkuma drin. Das ist ein Kurkuma-Gelb gewesen. Ne? Und dann lese ich mir diese Zutaten auf der Rückseite durch. Café de Paris. Salz, Sellerie, Kurkuma, Paprika, Knoblauch, Schnittlauch. Café de Paris. Das ist eine Gewürzsammlung, die man auf Koteletts, kurzgebratenem und Schweinefleisch verwendet. Das habe ich Jahre, das habe ich monatelang immer schön in den Kaffee reingekippt. Es hat keiner gemeckert nach dem Motto, wenn ich mich nicht sehr täusche, schmeckt mein Kaffee nach Knoblauch. Nein, das haben die alle so hingenommen. Peinlich, oder? Ja, das kommt davon, wenn man sich so wichtig tut, ne? Was ist das immer? Mobbing. Begrifflich leitet sich der Begriff Mobbing aus dem Englischen to mob ab. Das heißt, über jemanden herfallen, jemanden angreifen, jemanden bedrängen. Das Wort Mobbing gibt es im Englischen und Amerikanischen nicht. Das ist eine gleiche Worterklärung wie Laptop und Handy. Das ist ein Kunstwort, das haben wir uns zusammengebastelt. Das gibt es gar nicht. Zurückgehen tut der Begriff auf den Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der Tiere beobachtet, eben seine geliebten Graugänse, die im Rudel gegen einen Fuchs vorgingen und diesen ansonsten überlegenen Gegner gemeinsam attackierten. Mobbing. Ja. Im menschlichen Bereich ist Mobbing eine Kultur der Demütigung und Entwertung und das Lieblingsspiel aller Narzissten. Er möchte sein immer gezielt ausgesuchtes Opfer auslöschen, indem er ihm seine Menschenwürde nimmt über Demütigung, Verleugnung und einfach Auslöschung. Ist ein schöner Sport. Wir sagen immer, ja, wissen die, was die tun? Wissen die nicht, was sie tun? Ist das ein Zufall? Wo Narzissten sind, wo Psychopathen sind, gibt es keine Zufälle. Die Wissenschaft geht auch immer mehr dazu hin, von einer sehr absichtsvollen Handhabung dieser Zustände zu sprechen. Beim Mobbern weiß man das, dass das Auswählen ihres Opfers keinem Zufall geschuldet ist, sondern dass es immer bewusst ausgewählt ist. Und zwar in dem Wunsch zu versehren und zu zerstören. Am liebsten auszulöschen. Ja. Wir haben das Problem, das normale menschliche Zusammenleben, das ist das gleiche Problem, was wir mit dem Narzissten in der Beziehung haben, basiert auf Vertrauen. Vertrauen ist unser größtes Grundbedürfnis, weil ohne Vertrauen wird alles sinnlos. Ja. Wenn wir nicht vertrauen können, wird alles sinnlos. So, und das heißt, wenn wir vertrauen, haben wir menschliche Eigenschaften wie Gewissen, Empathie, Mitgefühl, soziale Fähigkeiten, soziale Kompetenz. Das erwarten wir unbewusst auch bei allen anderen. Und das ist ja das Problem. Psychopathen haben schizoide Affekte und schizoide Gehirne ticken anders als gesunde Gehirne. Die haben diese soziale Kompetenz nicht. Die haben auch diese Spiegelneuronen nicht oder nicht ausreichend funktionierend angelegt. Und funktionieren im sozialen Kontext immer ausbeuterisch und nicht im Team. Davon gehen wir nicht aus. Davon kannst du nicht ausgehen, da bist du ja wahnsinnig. Ja? Denn wann immer sich etwas außerhalb unserer unbewussten Grenzen bewegt, ist es so, dass wir das zuerst gar nicht wahrnehmen, weil unser Gehirn das automatisch an uns vorbei in Ordnung bringt. Ja? Das heißt, unser Gehirn, das gesunde Gehirn, ersetzt Unsinn durch Sinn. Und da sind wir gar nicht bei. Das ist eine Funktion, um das soziale Miteinander einfach lebbar zu machen. Und wir ändern, wir
korrigieren, Unsinn durch Sinn. Ja, der kann uns doch jetzt hier nicht mobben. Das muss ein Irrtum gewesen sein. Das ist jetzt irgendwie ganz dumm gelaufen, das habe ich falsch verstanden. Das meinte der gar nicht so. Das wird korrigiert. Ja. Und darum fährt das so lange unterm Radar. Es ist unfassbar, wir können es nicht in unsere Erfahrungswelt einordnen. Es passt nicht zu unseren Werten, es passt nicht in unseren Kodex, es passt gar nicht in unsere Welt. Und darum bildet die Psyche zu unserem Schutz eine ganze Weile auch eine Abwehr dagegen. Bis wir diesem Schlimmen schließlich ins Auge schauen müssen, wenn es so zerstörerisch wird, dass man es nicht mehr übersehen kann. Ja? Und dann lief das ja schon ewig lang und wir haben nicht reagiert. Ja? Das fährt deswegen so lange unterm Radar, weil unser Gehirn einfach einen Denkfehler hat und sagt, ach komm, das war ein Mindfuck. Das ist komm, ausnahmsweise dumm gelaufen. So, und das ist eben die Zerstörung unseres stärksten Bedürfnisses, dem Bedürfnis nach Vertrauen, bis wir uns das eingestehen, da geht ewig Zeit dahin, ja. Die narzisstische Entwertung funktioniert ja immer so, dass ein anderer Mensch künstlich erniedrigt wird, während er sich auf dieser künstlichen Erniedrigung künstlich erhöht. Das ist diese narzisstische Entwertung und das ist das, was ein Mobber den ganzen Tag tut, ne? Mobbing am Arbeitsplatz ist eine anhaltende, feindselige Haltung gegenüber einem willkürlich ausgesuchten Mitarbeiter. Mobbing liegt nie ein wahrer Grund zugrunde, der in der Arbeitsleistung oder in der Teamfähigkeit oder im Aussehen oder im Verhalten dieses Gemobbten zugrunde liegt. Ja? Es ist genau das Gleiche. Das streitsüchtige Verhalten des Narzissten in der Beziehung hat keinen Grund im Verhalten des Partners. Das machen die alles aus sich selber heraus. So, mittels Angriffen und Schikanen werden gezielt und systematisch über einen längeren Zeitraum Opfer gequält und versucht auszuschalten. Diese Betroffenen fühlen sich zunehmend außerstande, sich zur Wehr zu setzen, weil sie einfach auch nicht glauben können, dass ihnen das passiert. Ja, wir wissen, auch selbst die Wissenschaft hat sich da schon eingesteckt, die Forschung, die wissen, dass Mobbing niemals dem Zufall geschuldet ist, sondern einem ganz gezielten Aussuchen des Opfers. Und darum ist das so gefährlich und darum müssen wir dort für uns eintreten. Merken? Ich kontrolliere das. Mobbingopfer werden vorsätzlich, willentlich, wissentlich und mit System zerstört. Das ist kein Witz. Das ist total maligne. Das Tun von Mobben wirkt sich auch deswegen so verheerend aus, weil diese Opfer nicht durch zwei oder drei wirklich dramatische Episoden lahmgelegt und ausgeschaltet werden, sondern vielmehr durch eine einsetzende, sehr perfide, hintergründige, nicht beweisbare, heimtückische Vielzahl kleiner, entwürdigender Aktionen, die einander auf dem Fuße folgen wie eine Entenkette, die Energie raubt, das Selbstgefühl schwächt und einfach das Selbstgefühl, also Selbstwertgefühl und das Selbstgefühl zerstört, ja. Und wir wissen schon aus Studien, dass sich negative Interaktionen 5-mal stärker auswirken als positive. Das heißt, wir brauchen 5 positive Interaktionen, um eine negative Interaktion wieder aufzufangen. Irre, oder? So. Unglücklicherweise überzeugen Mobber in der Regel ihre Opfer mittels Gaslighting davon, dass sie selbst das Problem sind und er eigentlich gar nicht anders kann. Und dass sein ganzes Verhalten die natürliche Folge des schlechten Verhaltens des Gemobbten ist. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ein Boss, sitzt er eindeutig am längeren Hebel. Ja, die Taktiken sind immer dieselben. Fehler werden am liebsten in der Öffentlichkeit stark hervorgehoben, um demütigend zu wirken. Ja, bei Vorgesetzten wird sich eingeschleimt, auf Untergebenen wird rumgetrampelt. Und schon für kleinste Fehler, selbst nur, mein Gott, irgendein verschobener E-Punkt, werdet ihr am liebsten vor Publikum richtig zur Sau gemacht. Sie übernehmen die Anerkennung für eure Arbeit, beziehungsweise sie klauen eure Arbeit, eure Ergebnisse oder eure Ideen manchmal sogar schon gleich, bevor ihr überhaupt fertig seid und präsentieren das als ihre Arbeit. Ja, das beweist mal, ne? Ist so perfide. Sie sabotieren eure Beziehungen zu Arbeitskollegen, um euch zu isolieren,
Sie sind nett zu jedem, außer zu euch. Und umso netter, wenn ihr auch im Zimmer seid. Nur, dass ihr das auch mitkriegt, ja? Sie versuchen über Gaslighting, über Manipulation und Lügen euch Schaden zuzufügen, indem sie eure Wahrnehmung verdrehen, indem sie lügen und einfach versuchen, euch das Gefühl zu geben, dass ihr selber schuld an diesen Vorfällen seid. Dass man gar nicht anders reagieren kann auf euch als so. Sie sind absolute Kontrollfreaks und nötigen euch Ketten von entwürdigendster Kontrolle auf, um euer Selbstbewusstsein und euer Selbstgefühl zu zerstören. Und es ist genau das Gleiche wie mit dem Narzissten, darum bin ich drauf gekommen, dass das zusammengehört. Opfer werden willkürlich, aber bewusst und gezielt ausgewählt. Das heißt, jeder, der einem Narzissten im Weg steht, kann sofort ins Visier geraten und dann bekämpft werden. Die üblichen Auslöser für Mobbing sind oft Unbequemheit. Der wird dann mittels Erniedrigung und Zermürbung und Ausgrenzung beigeholfen. Oder eine nichtsahnd geäußerte und leider berechtigte Kritik und dann möglicherweise auch noch vor Publikum. Das kann eine Rachsuchtkette auslösen, die wirklich bis zur Vernichtung des gemobbten Opfers geht. Narzissten verzeihen niemals. Das Waffenarsenal ist breit gefächert, sehr kreativ und oft so subtil, dass man es nicht nachweisen kann und eben erst sehr verzögert überhaupt wahrnimmt als bewusste Aktion. Das hat man irgendwie als Zufall dumm gelaufen und hier und da haben wir Unsinn durch Sinn ersetzt. Ja? Die ersten Mobbinghandlungen sind in ihrer Vorsätzlichkeit und Heimtücke niemals zu Gewalt aus Versehen blöd gelaufen. Ja? Zur falschen Zeit am falschen Ort, nicht gekriegt, nicht gemacht, nicht doof. Ja, Mitarbeiter werden nicht begrüßt, ach Gott, habe ich gar nicht gesehen, ja, der bekommt den schlechtesten Platz, ja, einer musste halt sitzen, wir haben halt nichts, Informationen und Termine werden vorenthalten oder falsch weitergegeben und es ist sehr schwer zu beurteilen und gar nicht zu beweisen, ob es sich hier um ein dummes Versehen oder um eine ganz gezielte Absicht, uns zu demütigen, handelt. Erst die Häufigkeit und die Intensität dieser Vorfälle wird das Vorgehen des Mobbers offenbaren. Er wird aber keine Spuren hinterlassen, genauso wenig wie der Narzisst in der Beziehung. Er arbeitet immer im Doppelblindversuch, immer unter der Decke. Ihr werdet ihm nichts beweisen. Und wenn, dann wird er gaslighten. Ja, die ist ja hysterisch, ja? Ja, ich weiß ja, die hat ja zu Hause ganz massive Probleme mit ihrem autistischen Kind, ne? Das wundert mich jetzt mal gar nicht, dass die hier jetzt flippt. Da wird Charaktermord betrieben, da wird alles aus der Schublade gezerrt, um euch aus der Schusslinie zu bringen, damit er weitermachen kann und unbeschadet steht. Ja? Und das macht Opfer unsicher und ohnmächtig. Es ist nicht ratsam, ohne Beweise vor den Chef zu treten. Das endet nicht selten in der Diagnose hypersensibel und hysterisch. Das muss wirklich nicht sein. Wir sind normal. Wir versuchen Sinn zu schaffen und Unsinn durch Sinn zu ersetzen. Das heißt, wir versuchen Konflikte auf bewährte, also gütliche Weise zu lösen. Ja, gutes Zureden, vernünftige Argumente, Logik, nachvollziehbare Kritik, Gewaltfreiheit oder möglicherweise passen wir uns sogar an, um eben Reibereien zu vermeiden. Psychopathen nehmen das nicht zur Kenntnis, die ticken völlig anders und sehen das als Schwäche an und sagen, ha, der reagiert auf mich, der kriegt seine narzisstische Zufuhr, ne? Der reagiert auf mich, den habe ich voll im Griff, da muss ich einfach nur nochmal den Druck erhöhen, dann passt er sich noch weiter an, der versucht dann noch weiter hier zu schleimen und mich irgendwie hier rumzukriegen und mich hier irgendwie ins Gespräch zu bringen. Lecker! Psychopathen setzen mit unglaublicher Selbstverständlichkeit sich über die Rechte anderer Menschen, über Moral, Anstand, über den Kodex hinweg und fühlen sich, je maligner die Störung, umso schlimmer, keiner ethischen Standards verpflichtet, die sie binden könnten. Sie tun, was logisch ist. Sie machen uns eben weg. Punkt. Nächstes Thema. Opfer können in schwerste Verwirrung, panikartige Ängste und Selbstmordgedanken verfallen. Sie empfinden angesichts der für sie des völlig unverständlichen und gewaltvollen Verhaltens eine tiefe Vernebelung und Verwirrung. Wie ein Opfer in der Beziehung zu einem Narzissten. Es ist das gleiche Spiel.
Auftritt Hans Rüdiger. Also seit kein Knoblauch mehr im Kaffee ist, schmeckt er irgendwie doch noch ein bisschen. Leute, ich zum Beispiel habe mich gefragt, ist Mobbing ein neuzeitliches Phänomen? Nein, nein, überhaupt nicht. Allein im Mittelalter wurde doch überall gemobbt, was das Zeug hielt, oder? Hat mir der Acker meiner Nachbarin gefallen? Mein Gott, tja, tote Hexen ernten nichts, ne? Und dann wäre es ja echt schade um das brachliegende Land. Da wurde gemobbt, ja, und da wurden die Leute auf den Scheiterhaufen geschickt, tja, und schon war das Land frei. Dumm gelaufen. Und das Mobbingtreiben alleine an den Königshöfen ist ja überliefert. Die Leute haben das ja teilweise aufgeschrieben, ja. Das ist uns ja überliefert, was dort passierte, ja. Die haben sich ja nichts geschissen. Die haben den ganzen Tag wirklich sich nur im Schritt gekratzt, ja, weil sie Krätze hatten. Und sich gegenseitig gemobbt. Ja, klar. Lauter unterbeschäftigte Leute mit einer Bratzbirne. Na, bravo, ne? Eine der prominentesten Mobbing-Geschichten überhaupt in Deutschland ist aus dem Mittelalter. Übrigens, die kennt ihr möglicherweise. Und zwar liegt dem ein Grimmsches Märchen zugrunde. Es ist ja bekannt, dass die Brüder Grimm ihre Anleihen für die Märchen oft aus dem Alltag der ihrer Umgebung genommen haben, nicht wahr? Und daraus ihre Märchen gebaut haben. Und wir wissen, dass dem Märchen von Schneewittchen eine tatsächliche Geschichte zugrunde liegt. Und zwar war das auffallend schöne Adelsfräulein Margareta von Waldeck, das war ein unheimlich zartes, blondes Mädchen. Die Bilder könnt ihr im Internet sogar anschauen, die Margareta. Sie sollte am Hof in Brüssel verheiratet werden, aber hatte dummerweise eine Liaison mit dem auch bereits versprochenen Kronprinz Philipp II. Von Spanien, der sie sehr verehrte. Der hatte keine Lust, diesen hässlichen Besen aus England zu heiraten. Aber so war es beschlossen. Margareta schrieb darüber nur sehr verklausuliert nach Hause, man weiß davon aber, umso mehr aber von ihrem plötzlich so labilen Gesundheitszustand. In ihrer immer schwächer werdenderen und fahriger werdenden Handschrift berichtet sie von einem verblödenden Körper bei überwachem Geist. Sie ahnte, dass die böse Stiefmutter aus dem Märchen, das muss eine Artige in der Nähe zum Prinzen gewesen sein, und zwar mit eigenen Interessen an der Hochzeit nach England, ihr schaden wollte, um ihre eigenen Interessen zu wahren. Beweisen konnte sie jedoch nichts. Sie hatte Verdacht. Die von Margareta geschilderten Symptome sind sehr klar und deutlich hinterlegt und lassen heute sehr stark an eine schleichende Vergiftung mit Arsen denken. Das trug man damals gern. Und das war leicht zu fassen, weil mit Arsen hat man Ratten vergiftet. Im Jahre 1554, am 13. März, starb die schöne Jungfrau im Alter von nur 15 Jahren. Die Leiche ist im Familiengrab jedoch nicht zu finden. Und man vermutet, dass sie bei ihrer Flucht aus dem Palast bei den zwergenhaften Bergleuten untergekommen ist, die in Massen zu Fuße des Schlosses lebten und dort auch gestorben ist. Der Prinz hat sie nie mehr wiedergefunden. Tja, so viel mal dazu, dass wir Mobbing irgendwie als ein unheimlich neuzeitliches, modernes Problem behandeln. Das ist es nicht gewesen. Solange es Menschen gab, hat es immer auch schon Neid, Rachsucht, Niedertracht, Heimtücke, Eifersucht, Angst und Missgunst gegeben. Und die unselige Neigung, unsere eigenen unangenehmen Emotionen als Verursacher mal kurz jemand anders unterzuschieben, über einen Projektionstransfer. Ne? Das wissen wir schon von Jesus. Was klagst du über den Splitter in meinem Auge, siehst du den Balken vor deinem eigenen nicht? Projektionstransfer, das hat man schon im Jahre Null in Nazareth gekannt. Mobbing ist übrigens ein Thema, mit dem jeder Erwerbstätige im deutschsprachigen Raum schon irgendwann irgendwie mal in Berührung gekommen ist. Als Mobbing bezeichnet man eine Situation am Arbeitsplatz, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist: Machtungleichgewicht zwischen den Parteien. Das kann auch psychologisch sein, ja? Systematische, gezielte, verdeckte und immer wiederholte Angriffe. Konfliktbelastete, kaputte, bösartige, unproduktive, destruktive, schikanöse Kommunikation, scheinbare Grundlosigkeit der Attacken, schleichender und tückischer Prozess, manchmal jahrelang, hat sich schon gesteigert und steigert sich immer noch weiter kontinuierlich.
Das sind die Anzeichen für ein Mobbing. Das Interessante ist, wie auch die vorherrschende Gewalt im Prozess ja zeigt, ist die Inszenierung einer Täter-Opfer-Beziehung. Das gleiche wie bei uns zu Hause mit unseren Narzissten. Das ist ein künstlicher Konstrukt. Der Täter gibt, das Opfer nimmt. Es geht um Macht und es geht um Kontrolle. Auch hier, es ist der gleiche Psychopath, der halt eben einfach nur sich am Arbeitsplatz austobt. Es ist keine natürliche Macht, es ist eine Macht, die jemand sich genommen hat. Und als Opfer schämt man sich, dass einem das widerfahren konnte und fragt sich immer wieder, ob man nicht vielleicht doch irgendwie auch ein kleines bisschen Schuld an diesem Mobbing hat, ja? Gaslighting. Das Gaslighting, ja. Und dieser Griff nach Einwirkung ist der Griff nach Kontrolle, diesem Höllenkonstrukt irgendwie durch Kontrolle irgendwie zu entgehen und das irgendwie zu lenken. Ja, weil wenn ich was gemacht habe, kann ich damit ja aufhören, dann hört das auf. Versteht ihr, ne? Das funktioniert aber nicht. Wir haben keine Kontrolle und wir haben auch nichts gemacht. Das sind nicht die Achsen, auf denen sich dieses Prozesschen dreht. Die Achse ist der Irrsinn eines Täters, der es auf uns abgesehen hat. So, eigene Anteile, bla bla bla, die gleiche Diskussion wie bei den Nazis zu Hause. Wenn wir nicht entgegentreten, ermächtigen wir sie. Ja, das ist richtig. Wir ermächtigen sie. Nur die gleiche Geschichte wie zu Hause. Wir sind darauf einfach nicht gefasst, weil es irre ist. Punkt. Okay, entschuldigt. Aber an irgendeinem Punkt haben wir es dann geschnallt und dann müssen wir handeln. Das ist zu Hause nochmal eine ganz andere Geschichte, diese Ermächtigungsgeschichte. Da geht es um Liebe, da geht es auch um ganz andere Prozesse und da sind wir einer ganz anderen Härte unterlegt nochmal als das, was dort im Betrieb passiert. Da ist dem wirklich schon auch eine gewisse Grenze aufgesetzt. Ne? Das, was zu Hause passiert, das ist dort nicht möglich. Darum haben wir es irgendwann kapiert und dann müssten wir dringend handeln. Das ist nur ein Kollege, keine Liebesbeziehung. Ein Arschloch-Kollege. Mobbing hat die Qualität einer unkörperlichen Vergewaltigung, einer psychischen Vergewaltigung, das ungebetene, unkontrollierbare Eindringen in die eigene Privat- und Intimsphäre, wird von Mobbingopfer als Akt der psychischen Gewalt erlebt. Im Endeffekt handelt es sich bei einem Mobbing um ein unangemessenes, gezieltes Territorial- und Revier-Havarieren, Torpedieren. Ja. Jemand pisst an unseren Schreibtisch und bleckt dabei wild die Zähne. Das ist Mobbing. Das Thema Revier und Macht ist insbesondere unter uns Frauen ein schwieriges. Wir lehnen Macht instinktiv ab, weil wir Gewalt mit Machtmissbrauch gleichsetzen. Mächtige Frauen sind bekanntermaßen total unerotisch, kriegen nie einen Mann und schrecklich einsam. Die ganze Denke, die ganze Kommunikation von Frauen ist auf Gleichheit und Harmonie ausgelegt. Und wenn wir ein böses Wort hören, haben wir oft den Impuls, das ganz schnell wieder wegzumachen, weil es sollen sich alle wohlfühlen, sollen sich alle lieb haben, soll alles gut werden und Beziehungen sollen und müssen funktionieren. Und das machen wir notfalls auch mit der eigenen Lebensenergie. Wir halten die durch böse Worte und böse Taten entstehende seelische und psychische, moralische Unordnung nicht gut aus. Wir halten das nicht gut aus. Das sind unsere Östrogene. Wir halten das nicht aus. Wir fürchten um die Beziehung. Beziehungen sind lebenswichtig. Und wenn wir böse angemacht oder gewaltvoll attackiert werden, fallen viele von uns automatisiert in die Hasenstellung. Wir sind erschreckt, stocksteif und können kein Piep mehr rausbringen. Und genau damit rechnet der Aggressor 1 zu 0. Ne? Wir checken nicht, was uns widerfährt. Wir suchen panisch nach dem Missing Link, der uns erklären könnte, was hier gerade abgeht, wo unser Anteil ist, wie wir das verhindern können, warum wir mittendrin stecken, wie wir das wieder in Ordnung bringen können. Die gute alte Verständnisfalle wieder mal, wie zu Hause. Und das ist eben auch diese Überraschung, mit der man unverdientermaßen plötzlich körperlich oder verbal oder informatorisch oder emotional oder psychisch attackiert wird. Das lähmt. Das lähmt. Und das ist schlecht. Denn es gilt, wer sich nicht wehrt, macht's verkehrt. Das ist zu Hause genau das Gleiche. Die Motivlage des Mobbers ist nicht rational begründet, nicht von extern durchdringbar, nicht über Logik beeinflussbar, ist überhaupt nicht beeinflussbar. Und das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Denn jedes Mobbing-Opfer bekommt früher oder später den Vogel und hat das Gefühl, total irre zu werden. Das ist die Resonanz, in der er steht. Denn Mobbing ist nun mal komplett irre. Aber es ist nicht sein eigener Irrsinn, es ist der Irrsinn des Mobbers. Und das ist der Schlüssel in diesem Prozess. Sich da nicht reinziehen zu lassen in den Irrsinn eines anderen, sich nicht verrückt machen zu lassen. Und das ist das Ziel des erklärten Mobbings.
Das Opfer macht sich schließlich selbst kaputt, selbstwahnsinnig und zerstört eigenhändig seine logische Denkfähigkeit, weil es schon so gegaslightet wurde. Genau wie zu Hause. Es zweifelt seine Wahrnehmung und seine Werte und seine eigenen Gefühle an. Wie zu Hause, Gaslighting. Damit hüllt es sich selber aus, verliert sich selber, entfremdet sich selber, depersonalisiert sich und verfällt zu einem Nichts, wie ein Kartenhaus im Windkanal. Ja? Und das ist die Perfidität dieses Mobbings. Die wirklich schmutzige Arbeit verrichtet das Opfer unaufgefordert, vollkommen freiwillig, irgendwann selbst. Und das ist genau das, was auch zu Hause passiert. Wenn wir genug gaslightet sind, finden wir Entschuldigungen für uns nicht mehr. Nur noch für ihn. Ja gut, er musste uns ja verprügeln, weil wir haben ihn halt auch wirklich provoziert. Ne? Das ist genau das, was auch im Mobbing passiert. Mobbing tötet nicht. Aber Mobbing legt einen Selbstmord oft sehr nahe. Und ihr glaubt nicht, wie viele Opfer von Mobbing sich tatsächlich in die Hände des Suizids begeben haben, weil die nicht mehr kommen. Glaubt einfach nicht mehr, dass sich Mobbing mit Worten oder auf der Sachebene lösen lässt. Das ist genau das gleiche Ding wie zu Hause. Streitsucht ist mit Vernunft und Logik und Liebe nicht zu erreichen, weil es ja gar nicht um Liebe geht. Es geht um Streit, um Zoff, um Macht und Gewalt. Und das ist beim Mobbing genau das Gleiche. Es lässt sich überhaupt nicht lösen. Es kann nicht gelöst werden, weil es ja gar kein Problem gibt. Das Problem ist der Mobber. Seine Aggressionen, seine ganzen Ängste, seine ganzen brodelnden Minderwertigkeiten, seine Heimtücke, sein Sadismus, seine Geisteskrankheit, das ist das Problem. Und der Mobber braucht eine Projektionsfläche, um all diesen Schmodder irgendwie loszuwerden. Und das seid ihr. Ja? Er hat beschlossen, seine Lebenszeit destruktiv zu vergeuden und darum macht er euch das Leben zur Hölle. Wie sagt man so schön? Bosheit ist die Produktivität der Schwächlinge. Ich meine, jeder möchte gerne kreativ sein, ne? Aber entschuldigt bitte, was soll das mit euch zu tun haben? Also, mein Rat, ich kontrolliere das. Bleibt nicht in diesem Wahnsinn drin. Bleibt da nicht drin. Das Thema ist nicht logisch nachvollziehbar, das ist nicht kontrollierbar und auch sonst nicht in den Griff zu kriegen, wenn eine gewisse Entwicklung sich bereits vonstatten gegangen ist. Der Kampf ist nicht euer Kampf. Ihr seid da verwickelt worden. Es lohnt sich nicht für euch, es gibt nichts zu gewinnen. Ihr habt keine eigenen Anteile. Ihr seid nett und das reicht. Schiebt euch nicht vor, dass der Job ja so toll ist und die Kollegen sind alle so nett. Das sind sie übrigens nicht. Die gucken nämlich alle nur so zu und tun, als wenn sie nichts sehen würden. Die sind nicht nett. Seid klar, nehmt die Sache als erzwungene Chance, habt Vertrauen ins Leben und geht weg. Sprecht die Sache, wenn es jemanden wirklich interessiert, klar an und aus. Aber niemals ohne Dokumentation. Ihr müsst diese Scheiße beweisen. Fotografiert den, nimmt den auf, schreibt alles mit. So, hast du das gehört, Claudia? Hast du das gehört, was er eben gesagt hat? Claudia, hast du eben gehört, dass er das und das sagte? Zeugen, Dokumentation und Nachweise. Das müsst ihr bringen, wenn ihr da auftrumpfen wollt. Okay, so. Und unterstützt den Quäler nicht, indem ihr das hinnehmt und schweigt und das über euch ergehen lässt. Ja? In der Dunkelheit wuchern die Magen. Denkt da immer dran. Unterstützt den nicht noch, indem ihr ihm helft, seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Der lacht sich tot über euch. Und der wird das nicht als Teamgeist sehen und sagen, okay, ich habe es jetzt gemobbt und sie ist aber nett, hat nichts gesagt, ich höre jetzt mal auf. Nein, der sagt, ich habe jetzt gemobbt, die sagt nichts, jetzt mache ich erst richtig weiter, weil was soll mir passieren, ich habe ja keinen Schaden. So funktioniert das. Ja. Ihr fühlt euch beschmutzt, vergewaltigt und besudelt, damit unterstützt ihr den Täter schon. Ihr müsst da raus und sagt, der hat hier auf mich angelegt, um sich hier auszutoben. Und damit ist jetzt Schluss. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Ja, zerrt alles ans Licht. Und sagt zum Kollegen, du, ich konnte das leider nicht fertig machen. Wie du sicherlich weißt, mobbt mich die Claudia ja schon seit Monaten. Und die hat jetzt leider einen ihrer schlecht aufgemachten Gedächtnisverluste inszeniert. Gell, Claudi, kannst dich an nichts dergleichen erinnern. Weißt nicht, wo die Akte liegt, weißt nicht, wo der Termin ist. Gell, Claudi, ja, tragisch, in diesem Alter schon so dement zu sein. Ne? Können wir jetzt nicht ändern, darum konnte ich es nicht fertig machen. Muss dich bitte an Claudi wenden, vielleicht findet sie die Akte ja wieder, vielleicht unter ihrem fetten Arsch. Und tschüss.
Ja, was? Ja, was? Denkt dran. Ein Streit mit einem Psychopathen könnt ihr niemals gewinnen. Nicht zu Hause und nicht auf Arbeit. Wenn euch keiner rettet, rettet ihr euch selber und geht weg. Als Sieger mit hocherhobenem Kopf. Ich bin nicht länger bereit, in solch destruktiven Umständen zu bleiben. Das habe ich einfach nicht verdient. Und wenn hier keiner seine Fürsorgepflicht wahrnimmt, dann sorge ich für mich. Bedenkt, selbst wenn ihr die Abteilung wechselt, selbst wenn ihr die Dependance wechselt, Mobbing ist wie ein Virus. Selbst wenn das irgendwann aufhört, es ist niemals ganz vorbei. Und Deutsche haben eine ganz beschissene Art. Die fragen immer, was war denn da eigentlich immer los? Ich meine, so aus dem Nichts kommt ja nichts. Da muss ja auch irgendwas gewesen sein. Irgendwas muss sie ja gemacht haben. Es muss ja irgendwas dran gewesen sein, weil sonst wird ja jemand nicht so attackiert, ne? Das ist ganz typisch deutsch. Also wenn ihr geht, geht bitte ganz. Das lateinische Zitat dazu, und damit schließe ich diesen schwerwiegenden Aufsatz, lautet: Ipsa scientia potestas est, irgendetwas bleibt immer hängen. So, meine Lieben, weg vom Opfer, hin zum Macher. Grüße von Hans Rüdiger. Und euch noch einen schönen Sonntag, sagt eure Niki. Baba. Und denkt immer dran, kauft euch ein Kaffeegewürz.